sondern die ist lebensnotwendig. Und sie ist auch Ausdruck von Humanität. Und ich möchte an meine Kultur und Kreativen, die uns so sehr am Herzen liegen, nur eines auch noch sagen. Jetzt, da wir das alles nicht haben, an das wir uns in der kulturellen Vielfalt so gewöhnt haben, merken wir auch, wie viel uns fehlt. Kultur ist eben kein Luxus, den man sich nur in guten Zeiten gönnt, sondern die ist lebensnotwendig. Lebensnotwendig. Und sie ist auch Ausdruck von Humanität. Wirtschaftlich, ohnehin in einer Zeit, in der man ja sagen kann, nicht alle Künstler, sogar die meisten, sind nicht automatisch auf wirtschaftlichen Rosen gebettet, aber sie lieben ihre Kunst und sie inspirieren uns mit dieser Kunst. Und diese Inspiration ist dringend notwendig. Es beginnt uns schon ein bisschen auf die emotionale Analyse, die emotionale Seele Bayerns zu erhalten. Wenn Sie vom Hauptbahnhof in München... Entschuldigen Sie bitte, da ist mir ein Fehler unterlaufen. Die Versicherungen sind auf die Gastrobranche, auf die Gastrobranche schon zugegangen, zahlen jetzt schon, also die haben jetzt schon das halbe Händel bratfertig am Tisch. Alternative wäre gewesen, wenn ich mich zurücklehne, dass ich sage, da läuft das Händel irgendwo hinten im Garten rum, fang dir es ein, dann hast du ein ganzes Händel. Du brauchst aber den Rechtsanwalt dazu, ich garantiere dir nicht, dass du das ganze Händel jeweils sehen wirst. Ich garantiere dir das halbe Händel bratfertig am Tisch und viele Wirte werden jetzt das halbe Händel bratfertig am Tisch nehmen, weil sie sagen, das habe ich dann sofort und laufe nicht einem Händel hinterher, das vielleicht andere Bundesländer ihren Wirten empfehlen. Vielleicht ist es am Ende, dass der das ganze Händel kriegt, aber das kann der Wirt ja frei entscheiden. Letzter Punkt, der natürlich gefragt wird, ist: Wie geht's denn mit dem kulturellen Leben insgesamt weiter? Also jetzt sind wir immer noch in der Phase, wo wir Überbrückung leisten, Hilfe leisten, wo wir die Inspiration nicht vertrocknen lassen wollen.